Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute gibt es das von vielen gewünschte Minecraft-Server-Tutorial. Bevor wir mit dem Tutorial anfangen, möchte ich auf eine Sache hinweisen. Der Raspberry Pi ist bei weitem nicht leistungsstark genug, um einen Minecraft-Server ruckelfrei zu betreiben. Es müssen natürlich gewisse Abstriche gemacht werden, das ist ganz klar. Allerdings macht es nicht wirklich Spaß. Allerdings, da es so viele wollen, zeige ich euch in diesem Tutorial halt, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Und natürlich auch, wenn ihr nur einen Denkanstoß braucht, könnt ihr das Tutorial natürlich auch verwenden, um euren eigenen Minecraft-Server vielleicht zu verbessern oder Anregungen und Tipps zu geben für andere, die das auch machen. Wenn ihr natürlich solche Vorschläge oder auch Performance-Tweaks oder sowas habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Vielleicht greife ich das Ganze nochmal auf und mache dann nochmal ein Update, wenn das Ganze ein bisschen ausführlicher wird. Oder die Kommentare nicht mehr ausreichen, um halt alles zu erklären. Worauf kommt es aber im Allgemeinen an, einen Minecraft-Server zu betreiben? Zum einen kommt es natürlich darauf an, wie viel Arbeitsspeicher euer Raspberry Pi hat. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr, sofern natürlich eure Welt entsprechend groß sein wird, den RAM möglichst gut ausnutzt. Das heißt, ihr müsst in die Raspi-Konfiguration gehen und dort den Memory Split möglichst hoch einstellen, dass der RAM möglichst viel frei wird. Es empfiehlt sich hier den vorangestellten Wert von 16 MB. Des Weiteren kann es auch sein, dass selbst diese 512 abzüglich der 16 MB nicht ausreichen, um einen Minecraft-Server zu betreiben. Da habe ich bereits in einem anderen Tutorial gezeigt, wie ihr die Swap-Partition eures Raspberry Pis erweitern könnt. Link zum Tutorial unten in der Videobeschreibung. Allerdings ist der RAM nicht das einzige Kriterium, was für den Minecraft-Server ausschlaggebend ist. Viel wichtiger für den Minecraft-Server ist eure eigene Internetleitung. Hier gibt es die sogenannte Webseite canihostaminecraftserver.com. Diese Seite zeigt euch halt, ob ihr in der Lage seid, einen Minecraft-Server zu betreiben. Was die Seite von euch haben möchte, ist den Upload- und den Download-Speed eurer Internetverbindung und wie viel RAM euch zur Verfügung steht. Ich habe hier schon einmal den Speedtest gemacht von speedtest.net und habe mir hier meine Daten ausgeben lassen. Die Werte, die jetzt hier rauskommen, können wir jetzt eins zu eins in diese Webseite eintragen. Mein Upload-Speed lag, lasst mich nicht lügen, bei 0,58 MB die Sekunde. Das heißt, ich trage hier ein 0,58. Punkt, weil wir es ist eine amerikanische Webseite und die haben kein Komma. Download Speed liegt bei mir bei 5,23 MB die Sekunde. 5,23. Und der RAM des Raspberry Pis beläuft sich, sagen wir mal großzügig, auf 1024. Wenn wir die Swap-Partition schon eingerichtet haben. Tammy, und er sagt mir hier, ich kann maximal zwei Spieler und mich selber zur gleichen Zeit hosten. Und er sagt mir hier auch ganz klar, Internet Connection Speed ist too slow. Das heißt, mein Upload ist zu wenig, um mehr als zwei Spieler. Er schlägt mir hier unten auch schon vor, ich soll bitte einen Server mieten. Mehr als zwei, maximal vielleicht vier oder fünf Leute werden auf dem Raspberry Pi eh nicht gleichzeitig spielen können. Das heißt, für einen alleine ist das vielleicht noch okay. Holt euch noch zwei, drei Freunde dazu und es geht auch noch, aber alles darüber wird schon ziemlich hart. Aber so viel nur als Theorie mal vorweg. Ich möchte es erwähnt haben, nicht, dass am Ende jemand sagt, es ruckelt wie Sau und ich hab's euch nicht gesagt. Kommen wir also zur Installation von Minecraft Server. Wie bereits erwähnt, solltet ihr die Swap-Partition eures Raspberry Pis erweitern. Link dazu in der Videobeschreibung. Was wir als nächstes brauchen, ist, wir müssen auf unserem Raspberry Pi Java installieren. Dazu verwenden wir allerdings nicht das OpenJDK aus den Repositories, sondern wir installieren die offizielle Developer-Version von Java, die speziell für den Raspberry Pi gemacht ist. Diese findet ihr auf der Webseite von Java, beziehungsweise hier kopiere ich uns den Link einmal rein mit sudo wget, wobei das sudo können wir uns eigentlich streichen. Wget reicht aus. No-Check-Zertifikat, das hat den Sinn, dass der gleich ein SSL-Zertifikat abfragen möchte und das ist nicht gültig. Nach seiner Auffassung, es ist aber gültig, lädt er halt diese Java-Datei herunter. Das Ganze mit Enter abschicken.
Und er lädt diese Datei jetzt, wie gesagt, automatisch herunter. Die Datei ist ungefähr, lasst mich nicht lügen, 50, 60 MB groß. Und er lädt die hier runter. Die Server von Java sind leider nicht sonderlich schnell. Es dauert bei mir 3 Minuten. Ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, sobald der Download beendet ist. So, nachdem wir Java nun heruntergeladen haben, müssen wir das ganze Paket einmal entpacken. Das Ganze machen wir mit dem Befehl sudo tar-xf und dann jdk autocomplete das Paket auswählen. Das Ganze wird entpackt. Das dauert 1, 2, 3 Sekunden. So, damit wird das Entpacken auch schon abgeschlossen. Wir gucken uns das Ganze einmal an. Und zwar haben wir hier diesen Ordner jdk 1.8.0. Hier ist er momentan allerdings noch in unserem Home-Verzeichnis, da nützt uns der Ordner aber leider überhaupt nichts. Das heißt, mit dem Befehl sudo mv-v verschieben wir diesen Ordner jetzt an einen anderen Platz, und zwar den Ordner jdk 1.8 sowieso, und zwar verschieben wir den in den Ordner opt java. Abschicken, und das Verschieben hat funktioniert. So, damit ist der Ordner zwar verschoben, aber Java ist damit noch nicht installiert. Um Java zu installieren, brauchen wir folgenden Befehl. Damit installieren wir einmal Java, beziehungsweise wir brauchen zwei Befehle. Das ist der erste, der die Installation vorbereitet. Und der zweite Befehl, den ich hier gerade eingebe, der installiert jetzt Java. Die Installation von Java ist somit abgeschlossen, allerdings fehlt noch eine Kleinigkeit, und zwar braucht Java sogenannte Umgebungsvariablen. Das kennt ihr vielleicht von eurem Windows-PC, auch wenn ihr Minecraft installieren wollt, kann das sein, dass ihr diese Umgebungsvariablen etwas anpassen müsst. Das müssen wir in diesem Fall jetzt auch tun, und zwar mit sudo nano etc. Ist der Ordner schon da? etc environment. Das Ganze schicken wir ab und kriegen jetzt diese Environment-Datei. Und dort tragen wir jetzt die Umgebungsvariable Java unterstrich Home ist gleich Häkchen oben slash opt slash Java. Häkchen oben, Steuerung X, ups, Steuerung X, ja, Enter. Speichern wir das Ganze ab. Und dann müssen wir allerdings noch eine zweite Datei heran. Und zwar müssen wir mit sudo nano die Datei suchen. Da brauchen wir hierfür diese kleine Welle. Über Alt, Groß und Plus findet ihr diese. Slash Punkt Bash RC. Hier scrollen wir ganz nach unten in der Datei, bis wir ganz unten angekommen sind. Und hier müssen wir nun zwei Einträge machen. Und zwar zum einen Export Java unterstrich Home ist gleich Häkchen oben slash opt slash Java Häkchen oben Export Path ist gleich Dollar Path Doppelpunkt Dollar Java unterstrich Home slash bin. Mal kurz überprüfen, ob ich mich nicht verschrieben habe. Path ist gleich Dollar Path Doppelpunkt Dollar Java unterstrich Home slash bin. Das Ganze mit Steuerung X, Ja und Enter abspeichern. Und damit diese Umgebungsvariablen greifen, ist es einige beziehungsweise ist einige Ausnahme von Linux, wo man jetzt das ganze System einmal neu starten muss. Also gehen wir mit sudo reboot einmal den Raspberry Pi auf den Leib und starten ihn neu. Und hier kriege ich schon gleich die Fehlermeldung, dass die SSH-Verbindung abgebrochen ist. Und dann dauert das 1-2 Sekunden, bis wir gleich wieder auf unseren Raspberry Pi zugreifen können. Und da sind wir auch schon wieder drauf. Der Raspberry Pi hat neu gestartet. Dass wir jetzt mal gucken können, ob die Installation von Java geklappt hat, indem wir jetzt hier ganz einfach Java Leerzeichen minus Version eingeben, das Ganze abschicken und wir sehen Java Version 1.080 Runtime Environment
ist installiert. Das heißt, die Installation von Java hat soweit funktioniert. Als nächstes müssen wir, beziehungsweise empfiehlt es sich, für den Minecraft-Server einen eigenen Benutzer anzulegen, unter dem der Server läuft. Hat den Sinn, dass wenn ihr den unter eurem Benutzer Pi laufen lasst, der Benutzer Pi ist Mitglied der Administratorengruppe und das ist nicht so toll, wenn jemand auf euren Minecraft-Server sich einhackt, dass der gleichzeitig Mitglied der Administratorengruppe ist. Also legen wir mit sudo adduser einen neuen User an. Ich nenne ihn jetzt auch einfach mal Minecraft. Abschicken. Jetzt möchte der ein Passwort von mir haben. Da könnt ihr wählen, was ihr wollt. Das müsst ihr euch nur merken können. Jetzt bräuchte ich hier noch ein paar Namen. Das können wir alles leer lassen und mit Enter weiterklicken. Jupp, ist richtig. Jetzt müssen wir uns mit dem Benutzer Minecraft einmal einloggen. SU und dann Minecraft abschicken. Einmal das Passwort des Minecraft-Benutzers. Und wir sind nun mit dem Benutzer Minecraft auf unserem Raspberry Pi eingeloggt. Mit CD wechseln wir einmal ins Home-Verzeichnis des Minecraft-Benutzers, denn jetzt legen wir den eigentlichen Minecraft-Server erst an. Jetzt haben wir Java installiert, jetzt können wir den Minecraft-Server anlegen. Dazu legen wir uns erstmal einen Ordner an, in dem der Minecraft-Server laufen soll. Das Ganze machen wir mit mkdir und ich nenne den Ordner jetzt einfach mal mc-server. Mit cd mc-server springen wir auch in diesen Ordner gleich mal rein. Und jetzt laden wir uns den eigentlichen Minecraft-Server runter. Ich verwende hierfür den Spigot-Server. Das Ganze ist ein Bucket-Fork, sprich eine Abwandlung des Bucket-Servers. Zurzeit Build 955 und läuft unter Minecraft 1.5.2. Ihr findet natürlich auch unten in der Videobeschreibung wieder einen Link, wo ihr alle Informationen findet. Also mit wget lade ich diesen Spigot ja jetzt einmal runter. Das Ganze schicken wir ab. Die erste Runterladen dauert nicht lange, gerade mal 20 Sekunden. So, die Installation bzw. das Paket liegt jetzt auf unserer Festplatte. Mit ls-l können wir uns das mal anzeigen lassen. Wir haben hier die spigot.ja im Ordner mc-server. Jetzt mache ich es so, man könnte diese Java jetzt auch oder dieses spigot.ja direkt starten. Ich habe dafür allerdings ein kleines Skript. Das müssen wir jetzt in diesem Fall jetzt erstmal mit nano anlegen. nano start.sh für ein Shell-Skript. Und mein Skript sieht dann wie folgt aus. Das Skript findet ihr natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung mit Steuerung X, ja, Enter, speichere ich das Skript ab. Jetzt müssen wir diese Start.sh nochmal kurz ausführbar machen. Mit chmod plus x Start.sh. Ls-l gucken, ob es geklappt hat. Jupp, ist ausführbar. Okay. Damit hätten wir im Prinzip jetzt unseren Minecraft-Server schon fertig. Wir könnten jetzt ganz einfach mit dem Befehl Punkt slash start.sh unseren Minecraft-Server starten. Das würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Denn wenn ihr den Minecraft-Server jetzt startet, fängt er an, den Server anzulegen und euch auch gleichzeitig eine neue Map anzulegen. Das Anlegen einer neuen Map dauert auf dem Raspberry Pi ungefähr eine Stunde. Das heißt, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, könnt ihr dem Pi natürlich auch die Map anlegen lassen, aber ihr spart natürlich extrem Zeit, wenn ihr die Map schon vorher habt und dann einfach auf einen Raspberry Pi kopieren müsst oder könnt. Deswegen schenke ich mir das Erstellen der Map in diesem Fall und ich habe schon mal eine Map vorbereitet. Diese lade ich jetzt mit dem Befehl wget einmal runter. Die befindet sich auf meinem Webserver. Wer möchte, kann sich die Map auch einmal runterladen. Die ist ganz frisch erstellt. 5 MB groß oder 3 MB groß. Und die Map müssen wir noch einmal kurz packen. tar-xf. Und dann nennt sich die ganze World. Packen. ls-l angucken. Und hier haben wir nun unsere World. Die ist nun einsatzbereit. Jetzt haben wir die World da und wir können im Prinzip den Minecraft-Server starten. Also können wir das Ganze auch mal machen. Start.sh.
abschicken, das Hochfahren, beziehungsweise der erste Start des Minecraft-Servers dauert eine Weile, weil er muss sich die ganzen Konfigurationsdateien jetzt auch nochmal anlegen. Bis der Minecraft-Server wirklich läuft, dauert es ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ich weiß, auf einem normalen Rechner geht das Ganze tausendmal schneller, aber der Raspberry Pi ist ja nun auch von der Leistung her nicht mit einem normalen Rechner zu vergleichen. Mein Raspberry Pi habe ich auf der höchsten Übertaktungsstufe, das heißt, der Prozessor läuft mit einem Gigahertz. Und man sieht jetzt hier auch noch, er berechnet gerade die Spawn Area. Das rattert auf einem normalen PC so durch. Hier kriecht er ganz langsam vor sich hin. Und auch was nachher die Konfiguration des Minecraft-Servers angeht, da werde ich in diesem Video allerdings nicht drauf aufbauen. Das würde den Rahmen sprengen und das dauert alles noch länger. Ihr findet, wie im Prinzip zu allen meinen Videos, unten in der Videobeschreibung eine ausführliche Beschreibung. Dort gehe ich auch nochmal etwas genauer auf die Konfiguration ein. Dort stelle ich unter anderem auch ein Konfigurationsskript zur Verfügung, was dazu, beziehungsweise dieses Konfigurationsskript ist so eingerichtet, dass auf dem Raspberry Pi zwei Leute spielen können und das weitestgehend lag- und ruckelfrei. Sprich, ich habe die Grafik so weit runtergeschraubt, dass der Raspberry Pi damit gut zurechtkommt. Die Standardeinstellungen, wie sie jetzt kommen, sind eigentlich etwas oversized, aber zur Veranschaulichung reichen die vollkommen aus. So, sobald diese Meldung Information Done kommt, ist der Server soweit eingerichtet und läuft. Wir können uns jetzt mal ganz kurz mit einer zweiten Putty-Sitzung angucken, wie hoch denn die Auslastung auf dem Pi ist. So logge ich mich hier einmal nochmal eben kurz ein und gehe mit Top in den Task Manager. Wie wir hier sehen, der Prozessor ackert zurzeit auf 100% und belegt dabei knapp 36%, jetzt sogar etwas über 36% Speicher des Arbeitsspeichers. Ab diesem Moment, wo ihr diese Meldung seht, könnt ihr rein theoretisch schon auf den Minecraft-Server connecten. Allerdings baut er Raspberry Pi jetzt im Hintergrund immer noch die Map auf. Das heißt, ihr solltet ab diesem Punkt nochmal ungefähr 5 Minuten warten, bis er die Map komplett aufgebaut hat. Ich habe dafür hier auch schon mal mein, ups, wo ist es hin? Da ist es. Mein Minecraft geöffnet. Größer. Ich habe mal Minecraft geöffnet und ich bin hier auf der momentan aktuellsten Version 1.5.2. Über mehr Spiele habe ich hier meinen Minecraft-Server schon mal hinzugefügt. Er wird hier also auch direkt gefunden. Momentan ist die Anzahl der Spieler auf 20 Spieler begrenzt. Können wir mal gucken, ob wir auf den Minecraft-Server schon connecten können. Joa. Was ist hier los? Zurück zum Spiel. Da funktioniert irgendwas nicht. Spontan behaupten, dass das Ganze mit der Aufnahme zusammenhängt. So, müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Vorlieb nehmen hier. Wie ihr seht, ich bin hier auf dem Minecraft drauf. Ja, ganz vorsichtig mal ein bisschen drehen. Die Welt, man sieht hier auch noch, die Welt ist noch nicht ganz aufgebaut. Da hinten ist Schluss. Das hat einfach damit zu tun, dass der Raspberry Pi momentan noch nicht hinterherkommt, die Welt zu rendern. Aber ja doch, wenn ich mich jetzt dahin bewege, geht's. Aber hier könnte ich jetzt ins Nichts runterfallen. Aber nun gut. Wie ihr seht, der Minecraft-Server läuft soweit. Wir können noch einmal kurz gucken, wie denn die Auslastung auf dem Pi aussieht. Und zwar ist der Körper hier, die Prozess Java nimmt 99% und wir sind bei 58. Das heißt, der RAM ist schon ganz gut voll. Okay. Wie in meinen anderen Videos auch. Und schon mehrmals erwähnt in diesem Video, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich wieder eine ausführliche Beschreibung, wo ihr sämtliche Informationen findet, wie ihr diesen Raspberry Pi installieren könnt,
und natürlich auch noch die Konfigurationsdatei und auch noch, wie ihr euren Pi einrichten müsst, dass der Minecraft-Server wieder neu startet, beziehungsweise automatisch startet, wenn euer Raspberry Pi hochfährt. Momentan ist das Ganze noch so, ihr müsst jedes Mal, wenn der Raspberry Pi hochfährt, den Minecraft-Server einmal von Hand starten. Dann läuft er allerdings jetzt auch soweit im Hintergrund mit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, der Server läuft nicht flüssig und es macht auch nicht wirklich Spaß, darauf zu spielen. Aber da es so viele gerne sehen wollten, habe ich mir gedacht, ich kann mich nicht mehr dagegen sträuben, es nicht zu zeigen. Ich habe es euch hier gezeigt. Macht was draus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Video. Haut rein.